Liebe Patientinnen und Patienten, herzlich willkommen in den Rhein-Kreis-Neuss-Kliniken. Ich bin Professor Guido Saxler und leite die Abteilung für Orthopädie und Rehabilitative Medizin. Gemeinsam mit 13 Ärzten, 40 Pflegekräften und dem großen Physio-Team kümmern wir uns gerne um Sie, dass Sie rasch wieder in Ihren Alltag zurückkehren. Sie haben sich entschieden, ein Kunstgelenk implantieren zu lassen. Wir erklären Ihnen nun, was dabei passiert. Sie sehen hier das Hüftgelenk, bestehend aus der Pfanne des Beckens und dem Hüftkopf. Normalerweise sind diese Partner von Knorpel überzogen, die ein schmerzfreies Gehen ermöglichen. Auch das natürliche Kniegelenk ist von Knorpel überzogen, welcher ein problemloses Gleiten der Gelenkpartner zueinander ermöglicht. Stabilisiert wird das Kniegelenk durch die Seitbänder, aber auch durch die Kreuzbänder. Hier sehen Sie zudem die Menisken, welche eine gute Pufferfunktion im Kniegelenk darstellen. Der Gelenkknorpel kann zerstört sein, etwa durch Abnutzung, durch rheumatische Erkrankungen oder auch nach Unfällen beispielsweise. Diese Knorpelzerstörungen sind irreparable Schäden und verursachen Schmerzen im Gelenk. Bei dem Kniegelenk sprechen wir dann von einer sogenannten Gonarthrose, bei der Hüfte von einer sogenannten Coxarthrose. Wir haben nun bei Ihnen eine solche Verschleißerkrankung von Knie oder Hüfte diagnostiziert und Sie haben sich für ein dauerhaftes Kunstgelenk entschieden. Solche Implantationen von Kunstgelenken gehören mittlerweile zu den absoluten Routineoperationen und werden bei uns vielfach durchgeführt. Wir sind ein zertifiziertes Endoprothetikzentrum der Maximalversorgung. In den Rhein-Kreis-Neuss-Kliniken werden etwa 700 Implantationen des Hüftgelenkes und des Kniegelenkes durchgeführt, davon etwa 200 Wechseloperationen. Bei den modernen Endoprothesen, die wir hier nutzen, wird sehr knochenschonend gearbeitet. Es wird nur noch die Oberfläche des Gelenkes ersetzt. Wir entscheiden ganz individuell, ob wir mit oder ohne Zement arbeiten. Dies hängt von der Stärke und Tragfähigkeit Ihres Knochens ab. Wundern Sie sich also nicht, wenn Ihr Zimmernachbar das neue Gelenk vollbelasten darf, während Sie es teilbelasten. Dank der modernen Endoprothetik und unserer großen Erfahrung in mini-invasiven Techniken erfolgt der Eingriff schnell, schonend und in der Regel erfolgreich. Bänder und muskuläre Strukturen bleiben bei der Implantation unverletzt. Wir haben ein gemeinsames Ziel. Sie möchten bald wieder mobil sein und wir unterstützen Sie dabei. Je früher Sie nach Ihrem Eingriff mit uns gemeinsam aktiv werden, desto eher sind Sie wieder auf den Beinen. Und dafür bekommen Sie unsere volle Unterstützung. Wir Physiotherapeuten, die Pflegekräfte und Ärzte arbeiten gemeinsam mit Ihnen daran, dass Sie so schnell wie möglich wieder in Ihr normales und selbstbestimmtes Leben zurückkehren können. Bringen Sie sich für Ihre Zeit bei uns am besten bequeme Kleidung mit. Damit können Sie sich im Krankenhaus gut bewegen. Auch rutschfeste und gut sitzende Schuhe sind wichtig, damit Sie sich sicher fühlen und gemeinsam mit uns wieder laufen lernen. Wir helfen Ihnen dabei, sich schnell wieder selbstständig zu bewegen. Langes Liegen im Bett kann Ihren Heilungsprozess verzögern oder Ihnen sogar schaden. Bereits am Tag der Operation werden Sie schon wieder aufstehen oder am Bettrand sitzen. Am nächsten Tag werden Sie dann unter fachlicher Anleitung weiter mobilisiert, sodass Sie sich nach etwa einer Woche bereits wieder auf Ihr häusliches Umfeld freuen können und bereit sind für die Rehabilitation. Nun zeigen Ihnen die Physiotherapeuten, wie Sie die Unterarmgehstützen benutzen und Sie damit die Treppe gehen können. Dazu erklären Sie Ihnen, welche Bewegungen Sie durchführen dürfen und welche Sie unbedingt am Anfang vermeiden sollten, um rasch wieder fit zu sein. Ich bin ganz sicher, dass Sie in einigen Wochen froh sind, diese Entscheidung getroffen zu haben, und wir wünschen Ihnen alle gute Besserung.